Designerdrogen. 28 Grundstoffe für legal Hechs wurden am 27. Juli 2012 verboten. Seit geraumer Zeit befinden sich Designerdrogen auf dem Vormarsch, Substanzen aus dem Chemielabor, die als Räuchermischungen oder Badesalze verkauft werden und in ihrer Wirkung Cannabis, Kokain und Co. imitieren. Nun wurden 28 Grundstoffe der sogenannten legal Hechs verboten, der Effekt dürfte aber gering sein. Alternativen gibt weiterhin es mehr als genug. Sogenannte Badesalze, Räuchermischungen und Aromazigaretten werden legal in diversen Online-Shops angeboten. Synthetische Drogen überfluten Europa. Zu diesem erschreckenden Schluss kam der letzte Bericht der EU-Drogenbeobachtungsstelle, EBT. Nun hat man in Berlin reagiert. 28 Substanzen, die als Grundstoffe für sogenannte Legal-Hechs dienen, wurden neu ins Betäubungsmittelgesetz, BTMG, aufgenommen. Damit ist jeglicher Umgang mit diesen Stoffen in Deutschland illegal. Fraglich ist allerdings, ob daraus ein merkbarer Effekt für den Markt dieser Drogen entsteht. Die Produzenten der berauschenden Substanzen haben mehr als genug Grundstoffe zur Auswahl, die nach wie vor legal sind. Diese grundsätzlichen Schwierigkeiten, die in dieser Hinsicht mit Designerdrogen einhergehen, ließen sich in den vergangenen Jahren bereits rund um die Verbote von synthetischen Cannabisersatzstoffen beobachten. Im Herbst des Jahres 2008 überschlugen sich deutsche Medien mit Meldungen zu einer neuen Droge, die in der Bundesrepublik zunehmend konsumiert wurde. Der Name Spice, verkauft als sogenannte Räuchermischung, entwickelte sich die Kräutermixtur, wohl auch unter dem Eindruck der medialen Aufmerksamkeit, schnell zum beliebten Ersatz für Cannabis. Spice wirkte ähnlich wie die bekannte Droge, war aber im Unterschied dazu absolut legal. Auf der Zutatenliste fanden sich nur harmlose Kräuter. Dass diese mit der Wirkung allerdings gar nichts zu tun hatten, konnten Konsumenten damals höchstens ahnen. Chemielabor statt Drogenplantage. Erst eine chemische Analyse lüftete das Geheimnis der vermeintlichen Naturdroge. Sie enthielt die künstlich hergestellten Cannabinoide THC-018 und CP47,497. Hinter diesen kryptischen Bezeichnungen verbergen sich Substanzen, die einen Rausch ähnlich dem des Cannabis-Wirkstoffs Tetrahydrocannabinol, THC, auslösen können. Der wesentliche Unterschied: während THC illegal ist, fielen die synthetischen Cannabinoide in Spice nicht unter das deutsche Betäubungsmittelgesetz, BTMG. Die Kräutermischung war also lediglich der Trägerstoff für berauschende Substanzen aus dem Chemielabor. Man spricht auch von Designerdrogen, die zum Zeitpunkt der Analyse komplett legal waren. Erst in der Folge gerieten die Substanzen ins Visier der Behörden und wurden im Januar 2009 ins BTMG aufgenommen. Mit dem Verbot der synthetischen Cannabinoide, die in Spice festgestellt worden waren, hatte sich das Problem aber nicht erledigt. Im Gegenteil, die Hersteller reagierten und warfen neue Räuchermischungen auf den Markt, wieder beworben mit dem Hinweis auf deren Legalität. Und tatsächlich fanden sich in den meisten Nachfolgeprodukten keine der im Januar 2009 verbotenen künstlichen Cannabinoide, sondern chemisch abgewandelte Varianten davon. Die Wirkung war ähnlich wie zuvor und der Gesetzgeber zunächst wieder machtlos. Im Januar 2010 folgte dann die nächste Verbotswelle, wieder wurden einige synthetische Cannabinoide ins BTMG aufgenommen. Und wieder reagierten die Hersteller mit einem Austausch der Substanzen. So geht es nun seit geraumer Zeit hin und her. Ein Ende des Katz-und-Maus-Spiels ist derzeit nicht in Sicht. Fortsetzung und begrenzte Möglichkeiten für Produzenten.